Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. Und, ja, wir haben ja beim letzten Mal eine extrem anstrengende Mission gehabt. Und ich hoffe, jetzt wird es endlich mal wieder ein bisschen entspannter. Wir haben ja jetzt hier die Auswahl zwischen Nord und Süd quasi, Route. Und die Russen haben immer noch Ostdeutschland, das finde ich interessant. Na ja, gut, ich würde mal sagen, fangen wir mal an mit der Nordroute. So. Commander, I believe we may well be at the turning point of this war. With Stalin's Iron Curtain offline and the success of the Chronosphere, victory is finally within our grasp. However, there is still much to be done. One of our spies has confirmed our worst fears. The Russians have developed a weapon greater than anything previously known. An atomic bomb. Stalin plans to unleash these bombs on several European cities. If he succeeds, all we have worked for, as a race, as allies, will be for naught. This is Major Vladimir Kosygin, one of Stalin's key atomic strategists. Intelligence indicates that he has vital information on Stalin's plans for this new weapon. Kosygin is appalled by Stalin's methods and is ready to defect. Apparently, Stalin plans to use his own troops as sacrificial lambs to draw our forces into a trap. Once V takes the bait, he drops the bomb. You will find Kosygin here, in the Riha compound. Direct the spy past that compound's defenses to the command center. Once you reach Kosygin, get your APCs in, and Kosygin out. Verstärkungen sind eingetroffen. Jo, so in etwa. nee, Quatsch, wir sollen... Uiui, was, das ist ja eine Mega-Armee hier. So, aber wie immer am Anfang einer Mission speichern und ja, weiter geht's. Den Aufnahmecheck habe ich gerade schon gemacht, ich mache ihn aber nochmal, aber das passt soweit. Ja, der stürzt immer wieder gerne ab beim Speichern, aber ist egal. So, ja, ich habe jetzt hier meine Mission 10, meinen Speicherstand und ich glaube, ja, ich weiß, welche Mission das ist. Wir müssen Kosygin befreien, das ist ein Russe, der überlaufen will zu uns. Und sowas hört der General Essling sehr gerne, wenn einer überlaufen will. Und ja, dann werden wir immer dabei helfen, aus den Fängen des Russen zu entkommen, würde ich mal sagen. Und ja, genau. Ich weiß schon auch von der Mission, dass wir hier unten auf einer Insel sind. Das heißt, hier oben ist nur Wasser, sozusagen. Aber hier kann man auch mal die Marine von den Alliierten nochmal benutzen, also die Zerstörer und so. Ja, genau. Anfang der Mission, ich guck nochmal. Ja, passt. So, okay. Dann würde ich sagen, erkunden wir erstmal ein bisschen weiter mit unserer Zwei-Mann-Armee. Das ist so krass. Schicken die und geben die uns einfach zwei Mann zur Verfügung. Das ist, ja, einfach mal so hier. Musst du mit sehen, womit du auskommst. Mit zwei Soldaten hier nicht. Naja, gut. So, die Raffinerie kommt mal hier oben hin. Gut, dann direkt mal eine Kaserne bauen. Ja, der kann erstmal das hier abernten. Ist keine schlechte Idee. So, direkt Waffenfabrik bauen. Ah, Manneken. Nee, brauche ich nicht. Ich benutze nicht so gerne Manneken. Und die mobile Flak, ja gut, die ist halt mobil, aber dafür kann sie auch sehr schnell abgeschossen werden. Das ist, ja, unvorteilhaft, würde ich mal sagen. So. Ja, wie gesagt, die Russen okkupieren noch Deutschland zur Hälfte. Das finde ich sehr interessant. Wobei doch der Bereich da außenrum alles schon alliiert ist. Und, ja, keine Ahnung, irgendwie taktisch haben die sich da verbunkert oder so. Also um Berlin drumrum. Und genau. Jups, dann würde ich mal sagen,
Die Waffenfabrik kommt mal hier oben hin, wenn der Sammler mal fertig ist. Genau. Direkt einen zweiten Sammler bauen und ein Großkraftwerk. Ja, wir haben, habe ich in der letzten Mission gar nicht erzählt. Wir haben jetzt die Großkraftwerke zur Verfügung. Das ist sehr praktisch. Die haben doppelte Leistung. Glaube ich zumindest. Ich zähle mal nach die Balken. Also im Moment sind es 4, 5, 6, 7, 8. Ja, die haben die doppelte Leistung und brauchen nur ein Drittel mehr Platz. Also das passt schon. So, der zweite Sammler ist in Produktion. Dann stelle ich mal meine tapferen Soldaten hier als Basisverteidigung auf. Das ist ja wirklich... Oh Mann, oh Mann. Okay, so, der Sammler kann mal hier sammeln. Und der sammelt mal da oben. Bitte die Edelsteine zuerst mal ab. Ja, vielleicht war die Raffinerie ein bisschen zu weit weg. Ich brauche schon mal einen Panzer. Ein Panzer kann nie schaden. Und ja, genau, wieder diese geile Mucke hier. Genau, so. Dann als nächstes die Werkstatt. Da sehen wir nämlich schon mal hier, ne? Wir sind auf einer Insel. Im Süden oder beziehungsweise im Westen Russlands. So, genau, dann brauche ich mal... Nein, keinen Sanitäter, den brauche ich nicht. Noch einen Kampfpanzer. Hier nach der Werkstatt werde ich auch nochmal eine Raffinerie bauen, weil... Ja, drei Sammler zu haben, ist nie schlecht. So, Werkstatt kann hier hin und noch eine dritte Raffinerie kommen. Nächste Panzer. Ja, Panzer bauen. Ist immer gut, wobei wir die hier erstmal nicht brauchen werden. Der greift nicht an, also nicht von Land. Wenn da mit Transportbooten und die sehen wir ja jetzt rechtzeitig, ja? Das heißt, so viele Türme werde ich jetzt nicht bauen. Nö. Werde ich auch nicht brauchen, unbedingt. So, da kommt der nächste Sammler. Das heißt, ich kann schon mal einen neuen Panzer bauen. Gut, ich werde das dann mal abspeichern und dann gleichzeitig nochmal einen Aufnahmecheck machen. Sieht aber gut aus. Ja, sehr schön. Ja, tut mir leid, wenn ihr jetzt zwischendurch nochmal meinen Loilo seht, aber es ist es wert, weil es ruckelt nicht mehr. Habe ich das Gefühl von dem neuen Aufnahmemodus. Ja, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, endlich mal hinbekommen. So, jetzt haben wir drei Sammler. Sehr schön, drei Sammler in Betrieb, das ist schon mal gut. So, dann direkt noch einen Kampfpanzer bauen. Ah, kein Geld mehr, ja. Das war klar. Sammelt doch mal die Edelsteine. Warum sammelt ihr nicht die Edelsteine auf? Du auch. Und du auch, bitte. Die Werft kommt mal hier oben hin. So, okay. Gut, was brauchen wir noch? Flak brauchen wir. Unbedingt Flak, weil wenn sobald wir hier die Karte erkunden, ja, kommt da mit Hubschraubern an, wie ihr seht. Noch nicht mal, wenn wir die Karte erkunden, sondern einfach, wenn wir den Hafen da aufstellen. Ja, dann kriegst du jetzt erstmal direkt eine Flak in die Fresse. So. Ja, toll. Er hat es natürlich noch gerade geschafft. Ist klar, egal. Zerstörer bauen wir erstmal. Der Geldfluss ist nämlich vorhanden, das ist ganz gut. So, noch eine Flak hier oben hin. Der kommt nämlich immer von oben mit seinen Flugzeugen, das heißt, ich werde diese Flanke hier, ja, abdecken mit Flaks. So, dann weiter Zerstörer bauen. Da ist der erste. So. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Command & Conquer Alarmstufe. So. Du bist weg, mein Freund. Du bist weg. Sehr schön. Nerv mich nicht. Alles klar, der Hubschrauber ist schon mal weg. Wie gesagt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das gefällt, was ihr seht, ja, lasst doch ein Like oder Abo da. Sehr, sehr gerne. Und ja, ein paar Türmchen baue ich schon noch. Der kommt ja auch mit ab und zu mal mit ein paar Landangriffen. Ne? Moment, können wir nicht auch... Ah, nee, wir können keine Flugfelder bauen. Das ist blöd. Das ist richtig, richtig blöd. Naja. Egal. Dann, bauen wir die Basisverteidigung auf. Ich baue immer Geschützturmbunker, Geschützturmbunker, Geschützturmbunker. So, weiter geht's. Und hier können wir nochmal die Panzer bauen. Nee, stopp, ich baue nochmal Artillerie. Genau, ich baue auch mal Artillerie. Richtig. Wir müssen hier nämlich auch eine Basis platt machen, das weiß ich noch. Der Dutch-Schiff hier kann schon mal nach rechts erkunden. So,
Einheit bereit, sehr schön. Und ich habe wieder keine Kohle mehr. Das ist doch sehr... Naja, suboptimal, sagen wir es mal so. Okay, weiter geht's hier, Commander Conquer. Boah, die Schütze ziehen ziemlich viel Strom weg, muss man ja ehrlich mal sagen. So, aber das passt schon soweit. So, das Schiff fährt mal da hinten hin mit zu den anderen. Und genau. So, dann brauche ich vorsichtshalber nochmal ein Großkraftwerk, bevor es wieder gleich wieder heißt Energieniveau kritisch. Weil das sagt er hier sehr gerne. So, bau nochmal einen Zerstörer. So, dann geht's mal weiter hier mit Türmchen und Bunker und das war's dann auch. Danach kann ich mich wirklich auf Transportschiffe und ja, Panzer fokussieren. Ah, nee, ich brauche noch meine 4 Silos, genau. Meine 4 obligatorischen Silos. So, ich speichere das nochmal kurz ab unter Mission 10 und guck nochmal, das passt soweit noch. Alles klar. Perfekt. Gut, ja, Freunde, wie gesagt, willkommen zurück. An diesem Dienstagnachmittag. Ja, genau. Mal schön hier. C und C zocken, frisch von der Arbeit gekommen. Wie immer so ziemlich, wenn ich hier am Zocken bin. Gut, dann baue ich mal hier meine 4 obligatorischen Silos. Ah, wir haben die BMTs. Wir haben BMTs. Die BMTs, das sind ja diese bemannten mobilen Transporter, heißen die, glaube ich. Und die können halt 5 Manniken können die mitnehmen. Ich habe ja 4 Silos reichen, komm. Boah, und dann, wir sollen ja das einnehmen da oben, ne? Haben wir Spion? Ne, wir haben keinen Spion. Schade. Doch, haben wir, geil. Okay, mit dem Spion, da habe ich nämlich Folgendes vor. Ich werde nämlich jetzt noch ein Transportschiffchen bauen. Bei dem ist es nämlich so, der hat einen sehr weiten Sichtradius. Oh, Moment mal. Seit Sammler, habe ich da irgendwas gesehen? Genau, Hauptziel ist ja, spionieren Sie ja die Kommandozentrale aus. So, der ist der erste Transporter. Ich schicke den mal mit einem der Artillerie weg. Weil, falls da Hunde sind. Ne, Moment, nicht Hunde. Jeeps. Genau, der Jeep, der trifft die Hunde immer. So 100%. So, dann kann der schon mal da rein. Artillerie kann ich aber trotzdem schon mal bauen gleich. So. Den Jeep noch mit. Dann werde ich nämlich da drüben schon mal ein bisschen erkunden. Den Kosigen werde ich da nicht rausholen, weil der Stützpunkt ist wirklich extrem schwer befestigt. Haha. Ist das der Sammler? Da ist der Sammler. Haha. Geil. Jetzt mal ein bisschen anschwächen hier. So, dann fahrt ihr mal zurück. Du landest mal da drüben. So. Mit dem Spion und der Artillerie bitte. Ach, Artillerie, was sag ich denn? Ich hab doch einen Jeep gebaut. Und immer schön weiter. So. Weiter bauen auch. Alles klar. Ist der Sammler tot? Weiß ich nicht. Und immer weiter, immer weiter, immer weiter. So. Weiter Transporter bauen. So, die sind fertig, das ist gut. Die gesellen sich mal bitte zu dem Schiff da oben. Alles klar, und immer weiter bauen hier. Ja, wir haben hier schön viel Erz, das heißt, wir können hier auch eine schöne Armee ausheben. Das ist doch ganz geil eigentlich, ja. So. Jawohl, Sir. Ja. Genau, der hört sich an, als hätte er ein bisschen gekifft oder so. So, das werde ich am besten aber nochmal abspeichern und mache hier nochmal einen Aufnahmecheck. Das passt soweit, ja, sehr schön. Okay. Alles klar. Gut, dann. Hahaha, da ist nämlich sein Sammler. Ah, da war ein Hund, habt ihr den gesehen? Da war ein Hund. So. Hier sind nämlich die Hunde. Und ich will aber eigentlich noch gar nicht in die Basis rein, sondern ich will erstmal einfach nur erkunden. So, weiter geht's. Weiter Panzer bauen und weiter Transporter bauen. So. Mach den Hund platt, komm. So. Dann hier die Hunde.
Ah, da kommen die Mammuts. Oh, fuck, da kommen die Mammutpanzer. Oh, Hilfe. Ah, da kommen die Flugzeugangriffe. Jetzt kommen die Flugzeugangriffe. Was will der von mir haben? Was will der haben? Oh, ich brauche hier noch mehr Flachs. Ich brauche hier unbedingt noch mehr Flachs. So. Ja, ich glaube, das ist, sobald man hier ein bisschen erkundet. Komm. Nee, den Jeep. Der Jeep kümmert sich nur um den Sammler. Komm. Ah, der will meine Werft haben. Ich verstehe schon. Alles klar, dann stelle ich die Flak mal hier oben hin, wo es am nächsten von der Werft ist. So, okay. Dann haben wir jetzt hier 4 Transportboote. Oh ja, Mammutpanzer, komm, ist egal. Sammler, bewach mal die Gegend da. Du sollst hier erforschen, was ist denn hier los? So, weiter Zerstörer und weiter hier die Kampfpanzer. So. Uff, was war das denn? Was? Was hat der denn da gemacht? Ist der irgendwie... Oh, U-Boote! Oh, scheiße, wo sind meine Schiffe? Schiffe, Schiffe, Schiffe. Da sind U-Boote! Scheiße, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ey, Nüsse! Der Jeep greift den Sommer an. Ja, geil. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ey, scheiße. 3 Stück! Bist du verrückt? 3 Stück! Nein, 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 nein! Lass die Transporter in Ruhe. Oh, was machst du denn? Yo! Boah! Da draußen war gerade ein Racer, sorry. Wenn ihr das gehört habt, dann entschuldige ich mich hierfür. Weil draußen war gerade ein Racer. So, wo ist das U-Boot? Hier gibt's doch noch ein U-Boot. Ja, gut, dann hebe ich erst meine Marine aus. So, weg damit! Sehr schön. Gut. Okay, ja, gebaut haben wir alles. Wir müssen uns jetzt echt nur noch auf Panzer, Zerstörer und Artillerie konzentrieren. Natürlich, er patrouilliert jetzt seinen Sammler, ist klar. So, ich guck noch mal ganz kurz. Ja, das passt. Ja, okay, sehr schön. Weiter geht's. Weiter geht's. So, Einheit bereit, habe ich gehört. Und hier wieder so... Ich brauche nämlich auch so eine mobile Verteidigung. Das ist halt das, ne? Ich glaube, diesen kleinen Trupp stelle ich schon mal hier hinten hin, weil der kommt auch manchmal hier aus dem Hinterhalt. So, weiter geht's hier. So, Zerstörer, Zerstörer, Zerstörer ist gleich fertig. Direkt der nächste. So. Wisst ihr was? Die 3 stelle ich mal ab. Ah, U-Boot? Er hat ein U-Boot gebaut. Okay, ich verstehe. So, die 3 stellen sich jetzt mal da hinten hin, um mal den Sammler da zu killen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Du sollst da raus. Die lassen sie nicht raus, wie unkollegial, Alter. Naja, egal. So. Mach den mal kaputt. Ja, ist egal. Komm. Zack, weg ist er. Sehr schön. Und dann kralle ich mir jetzt auch seinen Sammler. Jawoll, sehr schön. Da kommt der Panzer. V-Stützpunkt wird angegriffen. Ah, Flugzeuge. Ah, Werft, alles klar. Boah, ey. Alter Schwede. Boah, ich brauche hier einen Bunker. Ich brauche hier einen Bunker wegen dem Manneken. Wegen dem Kack-Manneken, ey. Scheiße. Ah! Was? Wo kommen die denn her? Was haben die gemacht hier, hä? Hallo? Ah, komm, Bunker hier, zack. Weg damit. So, diese Nervensäcke hier, ey, wirklich. Oh, ich habe gleich keine Kohle mehr. Warum habe ich gleich keine Kohle mehr? Krass. So, ich stelle euch mal ein bisschen vom Erz weg. So, wenn der Sammler gleich kommt, dann war es das für ihn. Dann ist Ende Gelände. Raketenwerfer. Ich habe keine Luftwaffe, das ist das Problem. Ach ja, ach ja. Und sonst so bei euch alles gut. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Mir geht's momentan, wo das Wetter wieder ein bisschen sich beruhigt hat, sehr gut. Und der ist jetzt weg. Komm. Wag es dich hier zu sammeln. So, der ist weg. Der ist weg, oder? Killt den, killt den, killt den, killt den. Und hier killt den Drecksammler von dem. Und. Der ist weg, der ist weg. Yes! Sehr geil, der ist weg. Der kriegt kein Geld mehr jetzt.